Du willst mir drohen? Ich drohe dir nicht. Ich will dir nur sagen, dass ihr so lange bleiben könnt, wie ihr wollt, wenn du tust, worum ich dich bitte, wenn du tust, was du mir versprochen hast, dafür, dass ich dir dieses Leben ermögliche. Du wirst es nicht bereuen, Marie. Ich brauche seinen vollen Namen und ein Foto. Ich werde dich mit allen Informationen versorgen. Ich schlage vor, wir gehen rauf ins Haus. Du kochst uns eine Kleinigkeit, und ich erkläre dir alles ganz genau, wo er wohnt, welche Gewohnheiten er hat, wer auf ihn aufpasst bis zum Prozess. Er wird bewacht. Ein Streifenwagen steht immer vor seinem Haus. Ja, er hat wohl Angst, aber das sollte uns keine Sorgen bereiten. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass dem armen Mann etwas passieren wird. Wir leben hier ja schließlich in einer friedlichen Stadt. Hier werden unangenehme Zeugen im Normalfall nicht einfach so umgebracht. Das hier ist aber kein Normalfall, richtig? Das hier ist eine glückliche Fügung, würde ich sagen. Dass du hier bist, dass du angeboten hast, etwas derartiges für mich zu tun, dass sich diese einmalige Gelegenheit jetzt bietet, deine Schuld einzulösen, es könnte sich nicht besser treffen, oder? Während ich mich in die Berge zurückziehe, wird sich unser kleines Problem wie von Zauberhand lösen. Du fährst weg? Ja, in ein fabelhaftes Hotel in den Schweizer Alpen. Wir sollten unbedingt einmal gemeinsam dorthin. Du würdest es lieben. Schiele kann es also nicht gewesen sein. Genau das ist der Plan. Ich komme erst zurück, wenn alles vorbei ist. Nach der Verhandlung, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und wie soll ich es machen? Dir wird bestimmt etwas einfallen. Wenn ich richtig informiert bin, bist du nicht gerade zimperlich mit deinen bisherigen Opfern umgegangen, dürfte dir also nicht allzu schwer fallen. Du redest davon, dass ich jemanden für dich töten soll. Nein, ich rede nur davon, dass wir zusammenhalten müssen. Du kannst das, Marie. Einmal noch die Augen zu und durch. Das wird ein Spaziergang, du wirst sehen. Ich will nicht, dass das alles wieder von vorne anfängt. Niemand wird auf die Idee kommen, dass du es gewesen bist. Das ist genial, Marie. Du hast nichts mit diesem Mann zu tun. Er ist ein völlig Fremder für dich. Du musst dir also keine Sorgen machen. Dein Leben wird weitergehen wie bisher. Ich will das schriftlich. Was? Dass wir bleiben dürfen. Kein Problem. Ich hatte begonnen daran zu glauben, dass es niemals passieren wird. Dass du mich nie danach fragen wirst. Nichts im Leben ist umsonst, Marie. Schiele und Blum, zwei Menschen am Strand. Die Sonne steht am Himmel, sie unterhalten sich. Alles scheint so klar, worum er sie bittet, was er von ihr will. Ohne Umschweife kommt er zur Sache, da ist kein Mitleid, kein schlechtes Gewissen. Schiele bringt die Rechnung an den Tisch. Blum hat gegessen und getrunken, jetzt muss sie bezahlen. Nichts im Leben ist umsonst, Marie. Bis gerade eben hat er sich zurückgehalten. Er hat sie nicht mit Fragen gelöchert, hat seine Neugier im Zaum gehalten, hat ihr das Gefühl gegeben, dass sie mehr ist als die Mörderin aus den Nachrichten. Kein Tier im Zoo, das er besucht, keine Bestie, die er in seinen goldenen Käfig gesperrt hat. Bis jetzt war da nur dieser eine Satz gewesen Ich weiß, wer du bist. Sonst hat er geschwiegen. Er sprach nur über die Kunst, die er so liebt, über all die Dinge, die er ihr noch zeigen will, ein Leben mit Marie, eine Beziehung, der er Zeit gibt, immer noch. Wenn das erledigt ist, machen wir so weiter wie bisher. Wir nähern uns einander an, Marie. Du wirst mich mögen, irgendwann. Egal, was sie sagt, er glaubt daran. Keine Sekunde lang zweifelt er, auch nicht daran, dass sie es tun wird. Es wäre doch unmenschlich von mir, dich mit den Kindern auf die Straße zu setzen, oder? Einmal noch die Augen zu und durch. Das wird ein Spaziergang. Du wirst sehen. Nur eine Aufgabe, die sie lösen muss. Ein simples Geschäft. Nichts Unmögliches, das er da von ihr verlangt. Einmal noch muss sie die Luft anhalten und springen. Egal, wie weit es nach unten geht. Sie hat keine Wahl. Sie weiß es. Nicht nachdenken, keine Fragen stellen, ihn einfach töten. Dann endlich wird alles gut.